Moin Leute, Muizi hier. Heute gibt es mal wieder eine Folge aus der Serie, in der ich mir alle Erbstücke genau anschaue und sie anschließend auch noch bewerte. Heute, wie ihr schon sehen könnt, das Butterfly-Erbstück von Octane am Start, was auf jeden Fall auch schon mal ein sehr geiles Erbstück ist. Und dafür geht auf jeden Fall noch mein dickes Danke an Hypnotix raus, der mir seinen Account zur Verfügung gestellt hat. Nun würde ich aber sagen, gehen wir einmal direkt in den Schießstand, um uns das Erbstück genauer anzuschauen. Okay, heute haben wir also das Butterfly-Erbstück von Octane. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Erbstück, wie ich finde. Und ich denke, wir alle wissen, dass dieses Erbstück auf jeden Fall ein paar geile Animationen hat. Denn es kam ja vor kurzem der Wii-Color raus und dazu sind halt wirklich einige geile Animationen ins Spiel gekommen, wovon ich auch schon so einige kenne. Aber nun würde ich sagen, schauen wir uns die nochmal genauer an und wir beginnen einmal mit den Pull-Out-Animationen. Hier haben wir auf jeden Fall auch schon ganz große Auswahl am Start. Hier haben wir jetzt direkt schon mal zwei verschiedene, die ziemlich geil waren. Ja, die ist auch ganz nice. Also auf jeden Fall echt ein paar sehr, sehr geile Animationen am Start. Das steht auf jeden Fall fest. Ah, hier nochmal eine andere. Also bisher haben wir wohl so, weiß nicht, 5 oder 6 verschiedene Pullout-Animationen, was schon mal echt geil ist. Und wo auf jeden Fall echt ein paar sehr, sehr geile dabei sind. Und ich gucke einfach mal weiter, ob wir vielleicht nochmal irgendwas Seltenes finden. Ja, die hatten wir auch noch nicht. Auch nochmal eine komplett neue. Aber ja, das scheint soweit gewesen zu sein. Also mehr scheint es nicht zu geben, aber das ist echt schon eine ganze Menge, die wir da haben. Also ich weiß nicht genau, wie viele es jetzt waren. Ich habe natürlich nicht mitgezählt, aber es waren bestimmt so 5, 6 verschiedene, würde ich mal sagen. Vielleicht sogar 7 oder 8, ich weiß es nicht, aber es waren auf jeden Fall eine ganze Menge. Also Pull-Out-Animationen sind beim Octane-Erbstück auf jeden Fall schon mal echt nice, da die einzelnen Animationen an sich auch echt cool sind. Als nächstes kommen wir mal zu den Box-Animationen, schauen uns mal an, was wir da so dabei haben. Okay, ja, er schlägt halt einfach mit dem Erbstück mal von rechts, mal von links, mal einfach geradeaus rein. Aber sieht bisher jetzt nicht allzu atemberaubend aus. Okay, dann können wir nochmal schauen, wie die Boxanimationen sind, wenn man steht, also aus dem Sprung boxt. Okay, er schlägt dann einfach mit dem Erbstück von oben nach unten. Ja, ist okay. Aber da hatten wir auf jeden Fall schon Erbstücke, die geilere Box-Animationen hatten, auf jeden Fall. Das Octane jetzt nicht unbedingt das Top-Erbstück. Ja, sind ganz in Ordnung, die Box-Animationen, denke ich. Aber viel mehr auch nicht. Als nächstes schauen wir nochmal, ob wir Türdreht-Animationen haben, beziehungsweise schauen uns einfach mal an, wie die Türdreht-Animation genau aussieht, denn ich weiß auf jeden Fall, dass wir eine haben. Das kam ja auch mit dem Recolor rein und ich versuche jetzt einfach mal zu dieser Animation zu kommen, denn sie ist auf jeden Fall etwas seltener. Oh, da hat man sie. Okay, sie ist auf jeden Fall etwas seltener, das steht auf jeden Fall fest. Sie hat halt so mit beiden Beinen gedreht. Oh, schon wieder? Okay. Ich hätte gedacht, dass die eigentlich ziemlich selten ist, weil ich habe gerade schon 10 Türen oder so zur Box. Und hatte sie nicht. Aber dann hatte ich sie doch direkt. Zweimal hintereinander sogar. Ja, das ist die Türdreht-Animation. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Und ist auf jeden Fall nice, dass Octane sowas hat. Also das ist auf jeden Fall ebenfalls ein Pluspunkt. Aber nun würde ich sagen, kommen wir einmal zu den Sprint- und Slide-Animationen. Schauen uns, wie die aussehen. Ja, ist auf jeden Fall auch ganz nice. Finde ich schon recht geil. Während er slidet, hält er das Erbstück so nach rechts. Beim Sprinten hält er es halt so nach vorne. Der Spitze nach vorne. Und er dreht das Erbstück auch manchmal, wenn man aus dem Slide heraus sich wieder hinstellt. Ja, ist auf jeden Fall cool. Also fühlt sich schon ganz nice an. Aber nun schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal die Inspect-Animation beim Sprinten an. Okay. Ja, hier dreht das halt einmal. Ja. Ist ganz okay. Aber ist jetzt nichts allzu atemberaubendes, finde ich. Ja, ist in Ordnung. Ich kann das Ganze nochmal spammen. Da sieht das Ganze so aus. Ein bisschen komisch, also ich weiß nicht. Das fühle ich jetzt nicht so. Also bei so einem Wave Kuna zu spammen, die Inspect beim Sprinten, ist auf jeden Fall deutlich geiler. Aber ist in Ordnung. Also ich finde,
die Animation beim Sprinten, Sliden und so und die, allgemein die Inspect beim Sprinten auch nicht schlecht. Also ist okay, aber ist jetzt nicht das Beste. Okay, als nächstes würde ich sagen, kommen wir zu den langen Animationen. Und hier schauen wir einfach mal, was wir so haben. Wir beginnen einmal wieder mit der geduckten Animation, schauen uns die an. Okay, hier holt er sich die Brille raus von seinem Vater. Ist die Frage, ist das die... Ja, das ist wahrscheinlich dann nur für die geduckte Animation. Kommen wir direkt zu der stehenden Animation. Ja, die ist doch schon mal ganz nice. Ja, die ist echt geil. Die finde ich echt nice. Geile Animation auf jeden Fall. Okay, noch eine andere. Yo, love that sound. Ja, auch immer, auch fast immer mit irgendeiner Voiceline noch dazwischen. Okay, aber es scheint so, als wenn das für die lange Animation fast schon gewesen wäre. Also wir haben jetzt drei stehende Animationen bisher gehabt und eine geduckte. Und das ist jetzt nicht die Welt. Aber ich gucke auf jeden Fall nochmal durch, ob wir nochmal irgendwas Selteneres finden. Ah, hier haben wir noch eine. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ja, die ist auch ganz cool. Etwas kürzer, aber ist eigentlich echt ganz cool. Finde ich. Ja. Aber ja, das scheint mit Animationen gewesen zu sein. Also es sind ein paar dabei, die eigentlich auch ganz cool sind so. Aber es sind jetzt nicht extrem viele. Ich glaube, wir hatten jetzt dann insgesamt 4 normale Animationen, die man halt im Stehen bekommt und halt eine geduckte Animation. Und die Animationen an sich sind aber eigentlich sogar ganz cool, also... Ja, ich finde sie in Ordnung insgesamt, die Animation, aber nicht übermäßig gut, also... Es gibt auf jeden Fall Erbstücke, die deutlich geilere Animationen haben als das Octane-Erbstück. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt auch direkt schon zum Rating des Octane-Erbstücks. Und hier würde ich wie immer direkt mal mit den Animationen anfangen. Die Animationen sind wie gesagt in Ordnung. Es sind halt insgesamt 5 Stück von den langen Animationen. Ansonsten Box-Animationen sind jetzt nicht so atemberaubend. Aber Pull-Out-Animationen wiederum sind ziemlich geil. Dann gibt es auch noch eine Türdreht-Animation. Also es ist auf jeden Fall schon eines der besseren Erbstücke, was die Animation angeht. Aber es ist jetzt nicht das Beste von allen Erbstücken. Das steht auf jeden Fall auch fest. Und deswegen würde ich sagen, gebe ich 8 von 10 Punkte für die Animation des Octane-Erbstücks. Als nächstes kommen wir einmal zum Aussehen des Erbstücks. Ich finde, das Aussehen ist in Ordnung. Es sieht an sich schon ganz cool aus, aber es ist halt ziemlich klein so. Also ich weiß nicht, ich mag an sich eigentlich so kleine Erbstücke, wie zum Beispiel das Kunai von Wave. Aber Octanes Erbstück ist da vielleicht ein bisschen zu klein so. Und das gibt für mich halt einen kleinen Minuspunkt. Aber an sich sieht das Erbstück sonst, finde ich, eigentlich ganz geil aus. Ich finde, da kann man sich nicht unbedingt beschweren über das Aussehen. Aber es hat auf jeden Fall auch nicht das beste Aussehen von allen Erbstücken. Das steht auf jeden Fall auch fest. Und deswegen würde ich sagen, kriegt das Octane-Erbstück von mir für das Aussehen ebenfalls eine 8 von 10. Ich denke, das ist relativ fair. Als letztes kommen wir noch zum Feeling des Erbstücks. Und das Feeling ist ebenfalls ganz in Ordnung. Auch nicht das Beste auf jeden Fall, das steht fest. Aber es ist auf jeden Fall ebenfalls eins der besten. Also es ist eigentlich in allen 3 Punkten eins der besten Erbstücke. Aber es ist halt in keinem Punkt wirklich das Beste. Ja, ich weiß nicht. Also diese Inspect-Animation beim Sprinten, die fühle ich jetzt nicht so. Die ist irgendwie so... Ich weiß nicht. Also wenn da so eine Wave zum Beispiel ihr Kunai spinnt, das sieht schon deutlich geiler aus. Und man sieht dann auch viel mehr, was da genau gemacht wird mit dem Erbstück überhaupt. Hier sieht man das gar nicht so wirklich. Er schleudert es gefühlt nur umher so. Und man erkennt gar nicht, was er damit genau macht. Er spinnt das wahrscheinlich halt so, aber ja, das sieht halt, finde ich, einfach nicht ganz so nice aus. Und ansonsten, die Animation beim Sprinten und Sliden und so ist in Ordnung, aber ist jetzt auch nicht extrem geil. Deswegen würde ich sagen, gebe ich für das Feeling des Erbstücks 7 von 10 Punkte. Somit kommen wir also insgesamt auf 8 von 10 Punkte für die Animation, 8 von 10 Punkte für das Aussehen und 7 von 10 Punkte für das Feeling. Somit kommen wir also insgesamt auf 23 von 30 mögliche Punkte. In unserer Erbstück-Waiting-Rangliste landet das Octane-Erbstück dann auf dem 3. Platz, knapp hinter dem Horizon-Erbstück. Ich denke, dass das Octane-Erbstück auch sehr gut dort aufgehoben ist. Ja, und das war soweit mein Rating zum Octane-Erbstück.
Ich finde, es ist auf jeden Fall ganz in Ordnung. Es ist schon ein cooles Erbstück, aber auf jeden Fall auch nicht eins der besten. Also es gibt auf jeden Fall schon noch so eine Handvoll Erbstücke, die ich auf jeden Fall besser finde. Aber ich denke, dass Octanes Erbstück auf jeden Fall mit 23 Punkten doch noch ganz gut dabei ist. Und für alle Octane-Mates unter euch ist es sicherlich ein sehr geiles Erbstück. Wie dem auch sei, war es das soweit zu meinem Rating. Nun habe ich wie immer natürlich noch ein wenig Gameplay mit dem Erbstück für euch am Start. Bevor wir damit starten, lasst mir auf jeden Fall sehr gerne noch eine Bewertung auf dieses Video da und schreibt mir wie immer auch gerne in die Kommentare, welches Erbstück ihr gerne in der nächsten Folge sehen würdet. Nun würde ich aber sagen, beginnen wir auch direkt schon mit dem Gameplay, also macht es gut und viel Spaß damit. Oh Gott, was bist du denn? Ab mit seiner Wingman, ey. Let's go over there. I'm bored. Bad guys. Oh Gott. Was machen die? Schienen jetzt echt da oben. Boah! Junge, das ist ein Laser. Was soll hin? Grenade, noch ein Team. So, so one shot. Care package over there. Charging up my shields. Wieso sind die weg? Da reingepusht jetzt oder was? Verstehe ich nicht. Das ist Hemlock. Runter. Nein, 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 nein. We've got trouble. Adversary over there. See?
Bats? Nein. Oh Gott, Mate. Noch keine Faxen. Ah, es sind noch zwei Teams, hm? Oh. Oh. Fall um. Ich werd so geburnt. Bin ich hoch damit? Nicht ganz. Ja, der Mate macht das sowieso. Ah, hier ist auch noch ein Team. Oh Gott. Der Mate macht mir die echt schön low teilweise. Das hättest du nicht peeken sollen. Nice. Ey, wir sind echt ein gutes Team. Obwohl wir random sind. Schade, ich dachte, wir haben jetzt vielleicht nochmal einen spannenden Endfight, aber es ist 100% nur ein Solo. Wenn irgendeine Ecke hier rumsitzt oder gleich von links kommt. Das ist jetzt so verloren. Naja, moin, was war das denn jetzt? Schade, doch keinen spannenden Endfight, aber trotzdem sehr geiles Game. Selten so einen geilen Randy gehabt. You are the Apex Champions. Bin gespannt, wie viele Kills er hat. Bestimmt auch so 10 oder so. Ja, genau 10. Nice, nice. Geiles Game.